So, jetzt ist wirklich mal Zeit, über die absolute Wahrheit zu reden. Über schwarze und black and tan Bobos. Wo kommen sie her? Und die Geschichte ist noch viel fantastischer als das, was ihr bis jetzt gehört habt. In Pretoria gibt es eine Abfahrt Msambizi. Diese Straße beinhaltet jede Menge der großen Züchter. Die wohnen in einer Straße, das darf man sich natürlich nicht wie eine deutsche Straße vorstellen. Da ist Afrika Bobuls, da ist Fritz Schulz mit Fulcherus, da ist Mighty Bobuls, oder war, ich weiß nicht, ob es die nochmal gibt, aber die waren auf jeden Fall da. Chassland war da. Und Mauser Eisterberg ist auch da. So. Jetzt gab es einen Hund, den ich unbedingt haben wollte. Und der Besitzer hat gesagt, ja, ich kann den Hund jetzt endlich haben. Ich kann abholen, ich muss ihn aber nur an dieser Rampe runterfahren. Und dann von der Straße weg in den Busch. Dann bin ich da reingefahren, bin ein hunderte Mal bin ich an diesem Ort vorbeigefahren, hunderte Mal. Ich habe nichts gesehen. Und ich fahre da durch, komme ich an ein großes Tor. Wunderschön, versteckt im Busch. Ich bin total perplex, was ich hier sehe. Das Tor geht auf, ich fahre rein. Neben das Erste, was kommt, eine wunderschöne Zwingeranlage, würde ich auch gern haben, hätte ich gern mitgenommen, für Hunde. Die nächste Anlage, eine Zwingeranlage für Menschen. Dann kommt ein Rondell und dann parkst du auf dem Rondell und dann ist es eine große Glaswand und du guckst in diese Glaswand rein und was siehst du? Einen großen leeren Raum mit einem Podest und auf diesem Podest ist ein Glasaquarium. Langsam hast du ein ganz komisches Gefühl, weil das sieht absolut nicht richtig aus. Und wenn du auf den Hinterausgang guckst, ist dort ein Krematorium. Wo bin ich gelandet? Ich frage. Das ist Ruhrdeplatt Testing Station. Da, wo Wouter Basson für die Amerikaner und die südafrikanische Regierung biologische und chemische Kampfstoffe an politischen Gegnern ausprobiert hat. Wie im Film. Wouter Basson hat auch noch versucht, Schäferhunde mit Wölfen zu kreuzen, um die gesundheitlichen Probleme der Schäferhunde auszumerzen. Im gleichen Zug wurden hier Bobos gezüchtet. Und sie wollten unbedingt Schwarze. Also hat er sich mit all diesen Züchtern koordiniert. Sie haben nur die stärksten und schärfsten Hunde genommen und schwarze Hunde eingekreuzt. Und das war nur damit da, dass die Flüchtlinge in der Dunkelheit besser gejagt werden konnten von den Hunden und nicht entkommen konnten. Das ist die Wahrheit über den schwarzen Bobos und die Black and Tan Bobos. Fantastische Geschichte. Die Geschichte ist auch wahr. Könnt dann gerne googeln, Wouter Basson in Ruhrdeplatt Testing Station. Bis auf den Teil mit den Bobo-Züchtern und den schwarzen und Black and Tan Hunden. Das ist einfach erstunken und erlogen und frei von mir erfunden. Aber diese Geschichte ist noch viel wahrscheinlicher als den ganzen Quatsch, den ich über Schwarz und Black and Tan auf dem Internet hören oder lesen muss. Es gibt keine Black and Tan Bobos, es gibt keine schwarzen Bobos. Hat es noch nie gegeben, wird es nie geben. Das Einzige, was das sind Bendogs. Eingekreuzt mit Rottweiler
und anderen schwarzen Hunden. In Europa gibt es mittlerweile einen Presa de Canario, ja, einen reinrassigen Presa de Canario, der mit Mikrochip und Zuchtpapieren als Burbul registriert ist. Dieser Hund wird zur Zucht eingesetzt. Und nochmal, wir reden nicht von einem Burbul, der mit einem Presa de Canario oder Cane Corso, was auch immer, gekreuzt wurde. Nein, wir reden von einem reinrassigen Hund. Ja? Und nichts anderes ist da passiert. Der Markt wollte schwarze Hunde und Black and Tan und sie haben es bekommen. Also hört auf mit diesen ganzen Schwachsinnsmärchen, weil die Geschichte von Wouter Basson ist viel besser. Nur mal, wenn ihr das lest, das ist eine bitterböse Geschichte und ich war auch wirklich da und ich habe auch wirklich einen Hund da geholt. Das hat aber überhaupt nichts mit diesem Ding zu tun. Also hört auf zu träumen, wenn es schwarz ist oder Black and Tan, ist ein Mischling.